Hallo zusammen. In diesem Video geht es darum, wie ich anhand von vielen Angaben ein etwas komplexeres Haus zeichnen kann. Gegeben ist Folgendes. Und zwar, das Haus hat eine Grundfläche ABCD und darüber, eine Etage drüber, liegt ein Satteldach. Das heißt, dieses Dach beginnt ab einer Höhe von 4 Metern. Hier liegen dann erstmal die Punkte E, F, G und H. Und zusätzlich wissen wir noch, die Spitze des Daches ist K mit minus 10, 0, 6. Gegeben sind insgesamt nur 4 Punkte, und zwar A, B, G und K. Und die restlichen Punkte müssen wir uns anhand der Aufgabe erschließen. Am einfachsten ist es, wenn wir dann erstmal einzeichnen, was wir schon wissen. Und zwar der Punkt A mit 0, minus 4, 0. Das heißt, auf der X-Achse nicht nach vorne und nach hinten verschoben, auf der Y-Achse um 4 nach links und auf der Z-Achse weder nach oben noch nach unten verschoben. Also direkt auf der Y-Achse liegt der Punkt A. Dann weiter. Der Punkt B hat die Koordinaten 0, 4, 0. Also auch keine Verschiebung nach vorne und nach hinten, 4 nach rechts und 0 nach oben. Dann der Punkt G, der hat die Koordinate minus 10, 6 und 4. Das heißt, minus 10 auf der X-Achse nach hinten, von dort aus 6 nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und von hier aus 4 nach oben, 3 und 4. So, der Punkt K ist jetzt die Giebelspitze, also das heißt der höchste Punkt des Satteldachs. Den zeichnen wir erstmal noch nicht ein, den gucken wir uns später mal an. So, nun wissen wir, wir haben eine Grundfläche ABCD und diese Grundfläche soll jetzt exakt 4 Meter, eine Etage von 4 Metern haben. Das heißt, wir wissen, die Punkte E, F, G und H müssen 4 Meter über ABCD liegen. Das heißt, wenn wir den Punkt G wissen, wissen wir auch, wo der Punkt C liegt, nämlich exakt 4 Einheiten unter G. Also hier. Das heißt, die X- und Y-Koordinate von C ist die gleiche, wie es bei D der Fall ist, minus 10, 6. Und die Z-Koordinate ist jetzt 4 Einheiten nach unten. Das heißt, die Z-Koordinate bei G haben wir 4, minus 4 Einheiten sind wir bei 0. So, jetzt müssen wir uns den Punkt D herleiten. Der muss ja irgendwie links von C liegen. Und dazu gucken wir uns mal A und B an. Wenn ich von A nach B gehe, gehe ich eigentlich nur auf der Y-Achse um 8 Einheiten nach rechts. Genauso von B nach A, jetzt hier 8 Einheiten nach links. Das heißt, um den Punkt C rauszufinden, müssten wir auf der Y-Achse, also um den Punkt D rauszufinden, müssten wir von C aus um 8 Einheiten nach links gehen. Das heißt, X- und Z-Koordinaten bleiben gleich. Minus 10 und 0. Und die 6 verändert sich jetzt. Wenn wir 8 Einheiten nach links gehen, kommt man da auf eine minus 2. Also 10, minus 10, 1 und 2. Da liegt der Punkt D. So. Das soll die Grundfläche werden. Der Einfachheit halber verbinden wir das jetzt auch schon mal. Dann kann man sich das Haus vielleicht schon mal etwas besser vorstellen. So. A nach B. So, der Punkt G liegt 4 Einheiten über C. Das ist gut, können wir schon mal verbinden. So, jetzt müssen wir die Punkte E, F und H noch rausfinden. E müsste jetzt 4 Einheiten über A liegen. Das heißt, A die Koordinate 0, minus 4, 0.
Das heißt, x und y bleibt gleich, also aus 0 minus 4, 0 wird dann 0 minus 4 und 4. F müsste 4 Einheiten über b liegen, also aus 0, 4, 0 wird 0, 4, 4. Und h müsste 4 Einheiten über d sein, also aus minus 10, minus 2, 0 wird minus 10, minus 2 und 4. Und dann überall 4 Einheiten auf der Z-Achse nach oben verschoben. Aus A haben wir 1, 2, 3 und 4. Hier einmal den Punkt E. 2, 3, 4. Der Punkt F. Und bei D haben wir hier den Punkt H. So, diese Form kann man jetzt schon mal verbinden. Die Punkte, die wir bisher haben. Gefällt mir jetzt nicht. Das ist zu schief geworden. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben schon mal einen Quader. Und jetzt müssen wir aus dem Quader noch ein Haus mit Satteldach machen. So, dazu gucken wir uns die letzte Information an. Wir wissen, der Punkt K liegt bei minus 10, 0 und 6. Das heißt, auf der x-Achse 10 nach hinten, keine Verschiebung rechts und links und dann 6 Einheiten nach oben. So. Die kann ich auch schon mal verbinden. Der Punkt K und H und die Strecke G und K. Na, das ist mir zu schief. Immer noch. So, na, jetzt lasse ich es so. Diese Verbindung zwischen, wenn wir uns jetzt das Dreieck HKG angucken, da seht ihr, K liegt nicht genau in der Mitte, sondern ist praktisch weiter nach links verschoben auf der Strecke zwischen H und G. Das macht es für uns jetzt relativ schwierig. Wenn es in der Mitte wäre, wäre es total einfach, das rauszufinden. Jetzt ist es auch nicht dramatisch schwierig, aber schon deutlich schwieriger. Wir gucken uns mal an, was wissen wir über den Punkt J, der auf der anderen Seite liegt. J muss auf jeden Fall auch die Höhe 6 haben. So, dann ist es so, J muss auch auf der X-Achse nicht verschoben sein. Das heißt, der ist ja genau so vorne, wie es die Punkte A, B, F und G, E sind. Nicht G, sondern E. Das heißt, hier müsste eine 0 sein. So, wenn jetzt J genau in der Mitte wäre, dann wäre er hier. An dieser Stelle. Ist aber nicht, dann würden wir ein schiefes Dach rauskriegen. Und zwar ist es nach links verschoben. Und das können wir ganz gut daran erkennen, dass das ganze Haus hier praktisch nicht komplett in der Mitte steht, sondern um 2 Einheiten nach rechts verschoben wurde. Das heißt, wir sehen ja auch, der Punkt C liegt jetzt auch nicht bei der Y-Koordinate bei 4, sondern bei 6. Und das heißt, hier den Punkt J, den müssten wir auch auf der Y-Achse um 2 praktisch nach links verschieben, damit das hinhaut. Das heißt, hier kommt die minus 2 hin. Also 0, minus 2, 6. Hier liegt der Punkt J. So, und jetzt das Ganze einmal verbinden.
So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, aber als räumliche Darstellung immer noch ein bisschen seltsam. Das heißt, jetzt müssen wir alle Linien, die durchgezogen gezeichnet wurden, praktisch schraffieren, damit man weiß, was im Hintergrund ist und was im Vordergrund. Was wir auf jeden Fall sagen können, die Geraden, die von D ausgehen, das heißt von die Strecke DC, DH und DA, die liegen alle im Hintergrund. Das heißt, die müssten wir mal schraffieren. So, ach, da hat jetzt GH dran geglaubt. Dann, was auch noch im Hintergrund liegt, ist die Verbindung HG. Die kann man auch nicht sehen. Ebenso die Verbindung EH. So. Ebenso die Verbindung DA. Okay. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, man kann es jetzt schon deutlich eher als Haus erkennen. Hier mal eine etwas schwierigere Aufgabe.